schön aufs Hauptgebäude drauf. Alles, was wir haben aufs Hauptgebäude, das ist immer gut. So können wir dem Gegner den Brustenschlag versetzen. Ja, wenn man die Tür zum Wohnzimmer einprügelt, bleibt nicht mehr viel. Jetzt drauf. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, ich bin bereit und wacht. Für Kasmodan. Für einen Menschen seid ihr ganz schön langsam, was? Ich stehe für das Licht. Ich bin bereit und warte. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Alters, haben wir eben Moradin, sonst geht der uns hops und das muss nicht sein. Jetzt wird gerichtet. Und wieder ja. Bitte, danke. Spürt meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Für einen Menschen seid ihr ganz schön langsam. Was? So, jetzt mal eben kurz abhauen und neu sammeln, damit ich wieder einen Überblick habe, was ich jetzt kaputt gemacht habe, was noch da ist und was überhaupt jetzt flöten ging bei den Untoten. So, ihr Leute, hört jetzt mal bitte auf zu sammeln, denn es bringt nichts, Zeug zu sammeln, wenn wir kaum bzw. hohe Kosten haben, dass das ist einfach, ja, da haben wir kaum was von dem Zeug. Das ist ja auch nichts. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, geht. So, dann gehen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall mal noch. Oh, da stehen zwei. Kommt mal bitte hier nach vorne. Danke. So, hier noch zwei davon, noch zwei davon. Eis hier? Ich kümmere mich darum. Besteht etwa Gefahr? So, das müsste jetzt noch alles sein, was an Untotenbasis da ist. Gucken wir mal, da ist ein Türmchen. Da ist noch das Schlachthaus. Die Goldmine, eine Gruft, Altar der Könige, die untote Version. Okay, also so viel ist da nicht mehr. Wie ist der Flugplan? Unser Aufgebot, was wir da jetzt haben, müsste da reichen. Wenn nicht, dann nicht. Also, gehen wir gucken. Mal gucken. Spürt meinen Zorn. Ein solider Plan. Natürlich zuerst die Gebäude angreifen, die uns tatsächlich gefährlich werden können. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, ach, den König. Daneben stehen noch zwei. Für meinen Vater, den König. Komische Gestalten. Den langen schwarzen Mantel. Für meinen Vater, den König. Die an irgendwelchen Gebäuden rumwuseln. Die werden diesmal umgebracht. Nicht persönlich nehmen. Ich beziehe damit keine Stellung. Für meinen Vater, den König! Sondern ich glaube einfach nur Untote. Beziehungsweise ich zerleg denen die Basis. Und das schön wie aus dem Lehrbuch. Ich stehe für das Licht. Jetzt
gibt's keine Rettung mehr. Aber ich denke, die Basis ist noch etwas größer, oder? Wieso klein? Für meinen Vater, den König. Aber wir werden sehen. Was steht da noch? Komm, ihr dürft auch mitspielen. Müsst nicht rumstehen. Bitte schon, macht euch nützlich. Für meinen Vater, den König. Jetzt wird gerichtet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Besteht etwa so, Gefahr? Als nächstes zerlegen wir da oben die Gruft, dann ist er schneller weg. Komm, was willst du denn hier, hm? Jetzt wird gerichtet. Ein kleiner Totenbeschwörer stellt sich. In der Gruppe Gryphokopter. Scharfschützen. Ich stehe für das Licht. Zwei Helden. Entgegen. Nicht gerade. Nicht besonders hell. Das Licht ist meine Stärke. Aber naja, die haben es jetzt eh hinter sich. Noch nicht so ganz, aber die untote Basis ist jetzt leider mal Geschichte. Nur, wo hat sich der gute Mal'Ganis versteckt? Zu Hause zu sein scheint er ja nicht. Und wie ich eben so schön sagte, ich demoliere ihm gerade sein Wohnzimmer. Elender Kerl. Hm? Ich wäre da jetzt vor. Ja, Hauptquest erledigt. Okay, schön. Freut mich immer. Ah, das nun dann, Muradin. Was treibt ihr denn eigentlich hier oben? Gute Frage. Mein Freund. In dieser Gletscherwüste liegt irgendwo ein uraltes Portal verborgen. Es soll den Reisenden in ein geheimes Gewölbe bringen, wo eine Runenklinge namens Frostmourne wartet. Wir kamen her, um Frostmourne zu holen. Aber je näher wir dem Portal kamen, desto mehr Untoten begegneten wir. Prinz Arthas, wir haben keine Spur von Mal'Ganis gefunden. Na, klasse. Einerlei. Er kann sich nicht ewig verstecken. Captain, ich wünsche, dass ihr hier unser Hauptquartier aufschlagt. Ja, Milord. Da kloppen wir die ganze Basis kaputt. Mal'Ganis ist noch nicht mal zu Hause.